Genau, jemand hat noch geschrieben, wieso sind denn alle so reich? Steuern. Schwarzgeld. Treuhand. Okay. Geld, Geld, Geld. Aha! Am 15. August, das ist ein Viertag in unserem Nachbarkanton, in unserem Nachbarland. In Liechtenstein! Genau! Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir nehmen euch heute mit in das super coole Land. Genau. Und schauen wir mal. Wir haben das ziemlich spontan geplant. Wir haben euch auf Instagram gefragt, was wollt ihr wissen über das Liechtenstein und von den Liechtensteiner. Und darum konfrontieren wir heute die Liechtensteiner mit euren Fragen. Wir wissen selber noch nicht, was uns erwartet. Wir fragen einfach mal drauf los, aber so als Vorwarnung. Also teils Fragen, die die Leute auf Instagram gestellt haben, haben mich wirklich gefragt, wissen wir das wirklich nicht? Also, genau, zum Beispiel, welchen Spruch redet man im Liechtenstein? Genau, also allein die Fragen sind lustig, aber jetzt verraten wir nicht zu viel, sondern legen los mit dem Video. Das sind ja Liechtensteiner. Ja, sehr. Ja, sicher. Stimmt das, dass die zu allen du sagen hier? Ja. Hoi und du. Ja. Wie ist das eigentlich? Kann man zum Fürsten eigentlich auch du sagen? Nein. Kann man zu allen du sagen? Nein, das sollte man nicht. Nein. Und am Fürsten dürfen wir in dem Fall auch hey, ciao du sagen? Ja, zu ihm sagen wir durchlaucht. Durchlaucht. Ja, es tut voll komisch, aber ja. Also wieso, weil er ein Lauch ist, oder was? Nein, ja. Du bist so fies! Wo kommt denn das? Von Lauch? Ist er ein Lauch? Nein, das sieht man fast so. Also. Nein, es ist einfach der Anstand gegenüber ihm. Also. Okay. Ja. Das muss man zum Fürsten sagen, wenn man ihn trägt. Kann ich bis jetzt nicht wissen. Und ja. Was hat das mit Lauch zu tun? Das hat mit Lauch nichts, es ist halt ein Adelstitel. Okay. Der Vorname, wie hoch würden beim Pfarrer, ist es Durchlauch beim Okay, das habe ich nicht. Was halten eigentlich die Liechtensteiner von der Schweizer? Wir haben ein sehr gutes Verhältnis, in aller Regel, ja. Ist nicht langsam Zeit, dass sie der Schweiz beitreten an einen weiteren Kanton? Nein. Nein, ja, nein, nein. Wir sind ein eigenes Land. Gell, schon. Da hat jemand schon gewusst, dass sie Liechtensteiner Wurzeln haben und hat gefragt, ob der Kilian jetzt auch automatisch Liechtensteiner ist, weil wir geheiratet sind. Nein. Es ist etwa gleich kompliziert wie für mich zum Schweizerin werden, ist für den Kilian zum Liechtensteiner werden. Du musst glaube irgendwie 5 Jahre hier im Land gewohnt haben, verheiratet sein mit einer und und dann kannst du es mal beantragen. Also und es ist etwa ähnlich in der Schweiz für mich. Würde ich vielleicht dann noch Liechtensteiner, wenn sie mich dann aufnehmen mit meinem Dialekt? Nein, ich glaube nicht. Aber also Basler ist. Gibt es irgendwelche Spezialitäten, die wir hier probieren müssen, hier im Liechtenstein? Riebel. Ja. Riebel? Ja. Ja, es gibt schon. Riebel, ja. Riebel. Türkenmehl. Riebel. Ja. Riebel. Ja. Okay. So, es haben alle gesagt, wir müssen Riebel essen. Das ist die Spezialität von hier. Kennen wir, glaube ich, auch an gewissen Orten in der Schweiz? Im Rital. Das ist das aus. Das ist ja mega fein. Süß, das Dessert eigentlich. Ja? Was für eine Sprache reden wir? Ja, also unser Liechtensteiner Dialekt halt. Gräs, Gräs, Gräs. Wie heisst du? Gräs, Gräs, Gräs. Was heisst das? Ja, es. Gras, grünes Gras. Genau, ja. Kann man so sagen. Wie sagt man das? Gräs, Grös, Gräs. Okay, ich übe es dann noch ein bisschen. Sag es einmal. Gras, Grös. Gräs, Grös, Gräs. Gräs, Grös, Gräs. Ja. Der Pfö. Der was? Der Pfö. Der Luft. Der Pfö, sagen wir ja. Das. Der Föhn. Aha, der Föhn, ja. Der Pfö. Haben wir wieder etwas gelernt? Ja? Oh, jetzt haben wir vor lauter diesen ganzen Fragen euch vergessen, das Land überhaupt zu zeigen. Ja. Also so naturtechnisch, oder wie soll ich sagen? Ja, so ein bisschen Highlights und die schönsten Bilder. Genau, aber zum Glück ist ja das Land nur etwa 25 km lang. Das heisst, wir gehen einfach einmal mit der Drohne in die Luft und dann sieht man eigentlich
dein ganze Dahin sozusagen. Also ich finde es mega frech, aber eine Funkenwahrheit. Ab in die Luft. Genau, ich habe noch gesehen, wieso sind ihr alle so reich? Steuern. Schwarzgeld. Treuhand. Okay. Wieso sind ihr alle so reich? Ich stelle meine Frage, ich bin nicht reich. Nicht? Aber der Rest? Definitiv haben sie mehr Geld wie die Österreicher oder so. Und Schweizer. Das weiß ich auch nicht wieso, weil ich bin noch nicht am Arbeiten. Wie viele Einwohner hat Liechtenstein? 38.000. 38.000? Ja. Nur? Ja. Die haben ja in Basel Platz im Fußballstadion. Ja. Das ganze Land? Ja, das ganze Land. Das sind ja eigentlich eine rare Spezies, sozusagen, oder? Ja, das kann man sagen. So ein richtig grosses Fest geht natürlich erst los, wenn die Sonne unten ist. Und ich glaube, sie erwarten ein richtiges Saufgelage, wenn genau. Ich das so gehen ehrlich glaub, sagen. Ordentlich trunken. Also, die haben hier aufgefahren mit Samariterverein. Genau, ich glaube. Zelter und Liegen schon vorbereitet, dass sie die Leute zusammenlesen. Ich glaube, die grösste Verletzungsgefahr an diesem Fest ist glaub, der Alkohol. Von dem her, sie sind ready hier. Das war es mit unserem Besuch hier in unserem Nachbarland im Liechtenstein. Wir hatten leider nicht ganz so viel Zeit, aber dafür sind wir top aktuell, oder? Genau, und ich glaube, die paar Stunden haben ja auch für das kleine Land. Nein, ich glaube, wir kommen definitiv nochmal vorbei. Ich glaube, es gibt noch viel zu entdecken hier. Darum abonniert unbedingt den Kanal, dann kriegt ihr immer eine Meldung, wenn es ein neues Video gibt. Aber vor allem abonnieren müsst ihr wegen nächste Woche, weil nächste Woche geht es bei uns so richtig ab. Und wir nehmen euch live mit. Wir sind nämlich in Bad Ragaz und haben dort ein mega spannendes Programm. Genau, es gibt ganz viele Videos, es gibt sogar Wettbewerbspreise. Kilian, darf ich das schon sagen? Okay, das ist noch nicht aber sagen. Ja, es gibt sehr, sehr coole Sachen zu gewinnen und das könnt ihr nur gewinnen, wenn ihr live mit dabei seid. Darum genau. Kanal abonnieren, geben uns einen Daumen hoch für das Video, weil es fällt uns immer schwer, um auf der Straße die Leute ansprechen. Und für gar euch so machen einfach. Wir das gerne. Gar nicht so einfach. Und schaut mal bei uns bei Instagram vorbei. Das war es. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Party.